So eine Shisha-Bar hat Anziehungskraft, besonders auf junge Leute. Arabisch-orientalischer Flair erinnert schwer an Urlaub. Und die Wasserpfeife ein Genuss. Leider aber ungesund, sogar akut schädlich. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung der Toxikologen beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in München. Besonders die glühende Kohle sei problematisch. Weil vor allen Dingen die Shishas sehr, sehr viel Kohlenmonoxid emittieren. Das ist ein akutes Gift. Es kann zu Benommenheit führen, zu Bewusstseinseinschränkungen führen und ist wirklich sehr giftig. Das heißt, man sollte sehr, sehr vorsichtig damit sein. Die Umweltmediziner haben auch den Nikotingehalt berechnet. Eine Wasserpfeife entspricht dabei etwa der Menge von 10 Zigaretten, die man rauchen würde. Allerdings gibt es einen Unterschied zum herkömmlichen Rauchen. Der Tabak ist durch eine Alufolie oder ein Netz von der Glut getrennt. Er verbrennt also nicht, sondern er verschmort. Trotzdem finden sich auch im Rauch der Wasserpfeife krebserregende Stoffe wie Benzol, giftige Metalle wie Nickel oder Blei und auch Arsen. Und dann gibt es da noch einen großen Irrtum. Das Wasser in der Shisha würde die Schadstoffe herausfiltern. Der Rauch sei daher nahezu unbedenklich. Das glauben viele Konsumenten. Ja, das ist sicherlich eine Fehlannahme, die seit langer Zeit durch die Welt geistert. Die Wasserpfeife oder das Wasser der Wasserpfeife kann keine Substanzen im Wesentlichen jedenfalls herausfiltern. Die erreichen den Raucher, aber sie erreichen auch Dritte. Thema Passivrauchen also. Neben den Kohlenmonoxidwerten liegen auch die Feinstaubwerte in geschlossenen Räumen deutlich über den zulässigen Grenzen. Die Umweltmediziner raten daher, intensiv zu lüften. Aber dennoch, alles in allem ist die Shisha doch immer noch viel besser als Zigarettenkonsum. Dieses Image verteidigen jedenfalls Wasserpfeifenraucher gern. Nein, das ist ein zweiter Fehlschluss. Die Wasserpfeife ist ähnlich problematisch einzuschätzen wie das Rauchen von Tabak. Vielleicht sogar problematischer. Denn oft ist der Tabak für Wasserpfeifen zusätzlich angefeuchtet mit Glycerin oder Melasse. Beim Verbrennen entstehen dann noch andere Stoffe als beim reinen Tabak. Das und vor allem eben das Kohlenmonoxid erhöhen das Risiko im Vergleich zu Zigaretten, sagen Mediziner.